Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ-Team und ich herzlich willkommen hier in War Thunder. Ja, wie vorhin schon angekündigt, machen wir hier den PvE-Modus weiter, den Gaijinder da momentan testet im historischen Bereich, also hier realistisch. Ihr seht es, ich habe nicht mehr viel Zeit, deshalb werde ich jetzt den Konvoi mit den Amis machen und gleich anschließend die zweite Schlacht, die hier mit den Russen, ne? Weil, ja, es war jetzt ein bisschen zwischenzeitlich ganz schön blöd gelaufen. Ich habe ja, ich habe wirklich lang gebraucht hier mit Poland. Poland, also wie wir schon mit Polen. Ja, jede Schlacht war nicht so immer perfekt. Und da muss man halt, ne, ja, das war ein bisschen doof. Ist das so, es läuft nicht immer so, wie man es will. Das ist halt so. Daher, ne, nutzt mir die Zeit, die es noch ist. So, ja, bevor jetzt die Zeit hier komplett endet. Wenn das Video wenn das Video hier gefällt, sollte mal oder könnte mal ein Like oder ein Abo da lassen. Das wäre ganz nice. Also müssen tut ihr nicht, aber es wäre halt schön, wenn ihr es macht. Ne? So, dann, wir starten mal. Konvoi, erstmal ganz kurz erklärt. Konvoi ist ganz einfach. Wir müssen unseren Konvoi beschützen vor feindliche Panzer. Ja, das werden die deutschen Panzer sein. Daher auf die Galoppi. Und im Laufe des Tages heute gibt es dann nämlich wieder ein Update, wenn die Frist hier abgelaufen ist. Und dann kommen so ein Test für Arcade. Also sie testen beides. Was ich ganz, ja, ich find's nice. Ne? Ich tue es sehr, sehr begrüßen. Weil das wurde ja mehrmals gefragt, hier Gaijin, Arcade, wir wollen auch mal für Arcade, ja. Bin ich mal gespannt, wie das da gemacht ist. So, okay, wir haben Schirm am Laufen. So, 40 Schuss müssen reichen. Wir sind 5 Mann, wie schon mal. Wie bei den anderen Malen. Dann schauen wir mal, was abgeht. Konvoi beschützen, das klingt sehr schwierig und das wird es auch sein. Ich meine, wir wissen ja alle, die KI ist sehr, sehr extrem. Oh Gott, das müssen wir beschützen? Die Dinger gehen doch gleich down. Die gehen doch sofort mit einem Schuss down. Okay. Und die sind schneller als wir. Scheiß. Naja, ihr wisst schon, die Wand an. Sind das italienische Panzer? Das sind italienische Panzer. Ach, herrje. Sollen wir denn die beschützen? Ja, das sind diese nur 15 Teile, die sofort auseinanderplatzen, wenn man da... Genau. Ey, die sind intelligent. Guck mal, die bleiben kurz mal stehen. Jo, es wäre gut, wenn wir auf beiden Seiten alles abdecken. Ist jetzt safe. Ich sehe keine feindlichen Panzer. Da hinten vielleicht? Der bleibt stehen. Wieso bleibt der stehen? Irgendwas. Hier ist nur Schatten. Noch geht's. Ich fahr mal voraus. Ein bisschen. Ich traue dem Frieden nicht. Hinter uns. Oh mein Gott. Da oben sind sie. Ja, wunderbar. Wo ist das? Irgendwo sind sie. Och Mann, zu kurz. Natürlich. Treffer, wunderbar. Zu kurz, ey, das war echt einmal zu kurz. Gut, da oben sind auch noch welche. Sehr schön, der brennt. Ist hinüber, nochmal laden. Der ist tot. Wo sind noch welche? Irgendwo ist noch einer, da. Ich sehe ihn nicht richtig. Scheiße. Wie viele Konvoi-Einheiten haben wir verloren? Wow, der ist auch hinüber. Jetzt müssen wir uns um die kümmern. Da oben.
Hä? Unbeschädigt? Kannst mich ja wohl nicht. Kann mir noch keiner erzählen. Noch tiefer zielen, Heiliger. Jetzt aber kritisch. Komm schon, komm schon. Geht nicht kaputt. Wir müssen mit dem anderen. Geht auch nicht kaputt. Aber so wie es aussieht, haben wir noch genug vom Konvoi übrig. Der ist jetzt hin. Der lebt tatsächlich noch. Ja komm, jetzt geh mal kaputt hier. Glaub's hackt. Also. Wow, Mission abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Das ist das allererste, wo wir das schaffen. Als Team hier. Das finde ich geiler als die ganzen anderen Dinger. Ne? Die ganzen anderen Missionen, die waren scheiße. Aber Konvoi, das macht richtig Sinn und macht auch Spaß. So. Müssen wir darauf achten, dass die wieder ihren reinen Glied fahren. Oh, das machen sie aber schön brav. Schön reinen Glied. Ja, dass sie von da oben kommen, das hätte ich... Ja, kam mir nicht gleich in den Sinn, aber es war logisch. Das ist der perfekte Hinterhaltpunkt. Ob das... Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schon war, Leute. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, wart ab. Noch ist nichts vorbei. Wir kennen das Spiel, wir kennen Gaijin, die haben immer einen Ass im Ärmel. Die haben immer eine Überraschung auf Lager. Das liegt denen im Blut, nun mal leider. Warten wir es mal ab. So. Dort. Next Section. Okay. Nächste Sektion. Ich sag doch, die haben immer einen Ass im Ärmel, die Säcke. Ah, hier könnte schon wieder was auf uns warten. Okay, wir wissen ja jetzt, wo der Gegner hier angreift. Okay. Okay, da gehen schon die Kämpfe wieder los. Oh, wie raffiniert ist das denn? Oh, jetzt wird's richtig haarig. Panzerwagen. Okay. So kurz. Da hinten ist auch noch einer. Sehe ich nicht. Da sehe ich einen. Unbeschädigt, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Bevor die ganze Botte da auftaucht. Sehr schön, sehr gut. Oh oh, Teammate ist tot. Nicht gut. Okay, da ist noch ein einziger Sniper, oder wie? Da lebt wohl noch ein einziger von denen. KI-Einheiten. Was? Er überlebt. Ich kotze gleich. Oh mein Gott, da kommt ja eine ganze Reihe an. Das war jetzt witzig. Okay, das war nicht mehr witzig. Eieieiei. Ja, Panzerwagen 4 Ausführung G. Kloppt natürlich durch den Schirm, schön durch. Steht mal fest. Wie sieht's aus mit den Teammates? Okay, der versteckt sich hier. Das ist raffiniert. Oh. Nein, du willst mir jetzt nicht sagen, er ist der letzte Überlebende. Shit. Ja. Er ist der letzte Überlebende. Jetzt liegt's an ihm.
Ich drück dir die Daumen. Fedja 38 Russ. Hoffen wir mal, dass er gewinnt, Leute. Dass er vor uns den Sieg holt. Mein Gott. Ganz schön viele Todesfälle hier an KI. Wo ist eigentlich unsere Truppe hin? Also besser gesagt die KI-Fahrzeuge von uns, die wir dabei hatten. Sind die alle schon im Eimer oder was? Ach nee, ich kann ja gar nicht taktische Karte. Nee, die warten hier. Brav und schön gucken sie zu. Oh, die Kamera. Ihr merkt, die Kamera ist mal wieder total außer Rand und Band. Na? Jo. Ich hoffe mal, da ist jetzt nirgendwo noch eine Überraschung. Naja, da steht noch einer, aber der müsste ziemlich im Arsch sein. Ich glaube, der kommt nicht richtig durch. Ist halt auch wirklich schwierig. Ich meine, das ist der M4A1. Der hatte jetzt nicht so die äußerst begeisternde Munition dabei. Also für die kleinen Einheiten hat es ja gereicht, aber für die ganz großen, für die hier ist das jetzt nicht so der Burner. Oh Mann. Ich glaube, da kommt noch was. Da steht noch irgendwo was rum, glaube ich mal. Jo, den hätte ich jetzt nicht gesehen. Komm, knall ihn einen Schädel rein. Was? Habt ihr das gesehen? Der Kopf, der Turm hat's überlebt. Was? Wie geht das denn? Was? Heck, heck, heck. Ja. Wow. Der hat den Zack endlich geschossen. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Aus so naher Distanz. Aus so naher Distanz. Die Kugel ist nicht durchgegangen und wir haben gesehen, wo er hingeschossen hat. Der hat einen sauberen Schuss gelandet, der Mann. Oder der Junge da. Keine Ahnung, ob das ein Mann oder ein Junge ist. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was da abging. Ich würde mal sagen, da hat Gaijin Scheiße gebaut. So, wie sieht's aus? Okay. Okay, ich gehe mal davon aus, ja, wir haben's, oder? Er hat den letzten gekillt. Oh oh. Oh, wir dürfen wieder einsteigen. Nee, doch nicht. Hä? Gewählten Punkt wieder einsteigen. Ja, was? Warte mal. Die ausgewählte Basis ist für den Wiedereinstieg verfügbar. Wo? Nö. Ich glaube, das verarscht uns gerade das System. Ja, das hat uns gerade einfach verarscht. Ich hab jetzt gedacht, jo. Oh, weia. Oh mein Gott. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber da hat er keine Chance. Das sind zu viele. Da hat er keine Chance. Das sind viel zu viele. Was sehen wir da? Okay, einer ist tot. Eins, zwei, drei, vier. Da hinten fünf. Da vorne noch einer, sechs. Da rücken zu viele an. Da rücken viel zu viele an. Nee, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Und guckt euch das an. Und die KI-Einheiten fahren genau in die falsche Richtung. Die fahren genau in ihr Verderben. Also ich wäre jetzt für den Wiedereinstieg.
Spiel gucke ich mir nicht mehr an, Leute. Wir gehen zurück in den Hangar. Tut mir leid für ihn. Ich drücke ihm alles. Ich drücke ihm wirklich die Daumen, aber ich gehe mal davon aus, dass das leider in der Niederlage enden wird. Ja. Gut, Knut. Dann gehen wir gleich aufs nächste über. Okay, dann müssen wir die Deutschen nehmen. Gut, Konvoi mit den Deutschen. Okay, Deutschland gegen, gegen Russland. Was uns hier erwartet an Panzerfahrzeugen, ist mir nicht bekannt. Niederlage, ich sag's doch. Die haben, das waren zu viele KI-Einheiten. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ja. Das ist. Tja, Gaijin, ihr kriegt mein Feedback. Aber mein Feedback wird euch nicht gerade erfreuen. Denn ich habe Beweismaterial, das eindeutig zeigt, dass aus einer so nahen Distanz die Kugel einfach nur abprallt. Heftig. So, Panzerwagen 3. Ausführung J. Ich habe so einen ganz üble, ich habe so einen ganz üblen Gedanken. Das wird uns jetzt bestimmt das Genick brechen. Nichts gegen diesen Panzer, aber erstens der Stock und zweitens, ich habe einen 50mm Geschütz. Ich glaube nicht, dass wir hier viel Chancen haben. Aber ich mag mich irren. So, gleiche Vorgehensweise. Wir müssen nur noch auf einen warten, das ist dieser Dante, dann Danny, was, Danny Logrisa, naja, müssen wir halt warten, wie beim letzten Mal, im letzten Video, habt ihr bestimmt gesehen, da hat denn der vor uns dann anschließend einfach sich mal selbst zerstört, was, T60, okay, er warnt uns vor, was auf uns zukommt, T60, aha. Ja gut, T60 geht noch. Der hat 20mm Kanone. Da könnten wir noch überleben. Aber ich befürchte, dass hier ein T34 reinkommt. Schreibt er denn this deal don't? Uh-huh. Okay. Oh, wo bleibt denn der andere? Ach, geht doch nicht immer in Suchmodus und dann geht ihr auf K. Das ist eine Sauerei. Finde ich scheiße. Oder hat er sich die Munition vollgeknallt? Kann auch sein. So, Vorgehensweise wie beim letzten Mal. Gut, hier schießen sie nicht von den Hängen her, glaube ich. Ja gut, wir könnten aus dem Wald kommen. Feindlichen Fahrzeuge. Kommen bestimmt aus dem Wald rausgefahren mit Volker Rache und schießen aus allen Rohren, wie sie können. Okay. Okay. Sieht so aus, als hätte er schon das mal gemacht. Okay, okay. Richten wir uns mal danach. Tatsächlich. Jo, habe ich einen Turm gesehen. Der ist weg. Hinter uns sind noch ein paar. Da ist noch einer. Mist, komme ich durch. Okay. Oh. Oh. Treffer. Aber nichts Weltbewegendes getroffen. Schön. Der ist auch hin. Den da hinten müssen wir noch erwischen. Ne, der brennt auch schon, ne? Sehr schön, der ist auch weg. Ist noch irgendwo einer vor uns? Nein? Okay. Der ist von der anderen Seite.
Ne, das sind unsere KI-Einheiten. Blöd. So, der ist weg. Wunderbar. Haben schon mal geschafft. Okay. T60 und T28 immer bekämpft. Okay. Gibt 9 Schussverbrauch. Das geht eigentlich. Das geht. Boah. Ist mir egal, auf welchem Platz ich stehe. Hauptsache, wir überstehen das hier. Ich will das jetzt einmal gewinnen. Einmal. Ein einziges Mal will ich gewinnen. Wäre einfach zu schön, wahr zu sein. Ja. Ich muss ganz dringend mal strullern gehen, Leute. Und ehrlich, dann will ich wenigstens, bevor ich mir fast in die Hosen mache, noch einen Sieg hier rausholen. Ein einziges Mal. Ansonsten, ja, die kriegen mein Feedback und sagen dann hinterher, okay, haben wir irgendwie Scheiße gebaut. Okay. Vielleicht kommen die Gegner also von da hinten. Okay. Gut zu wissen. Vor uns ist eine Ortschaft. Okay, der sagt schon alles aus. Okay, ich fahre mal ein bisschen weiter in den Schnee rein. Auf dem weißen Felde sieht man besser. Blong hat's gemacht bei mir. Okay, ich sehe nicht. Da hinten. Treffer. Okay, das wird kompliziert. In den Ortschaften. Das ist schlecht. Puh, das wird ganz übel, Leute. Das wird schwierig. Das heißt, langsam vorrücken. Stopp. Da hinten. Bin mir nicht ganz sicher. Das sieht da hinten so komisch aus. Hier ist noch ein Gebäude. Haben wir schon einen verloren? Ja, einer ist schon tot. Was? Nee, da ist nichts. Fehlschuss. Okay. Doch da. Da ist doch was. Da ist ein Kadaver. Okay. Da hinten. Jupp, erwischt aber. Oh, T34, komm schon. Nee, kommst nicht durch. Gibst du gleich so Hartkerngeschoss? Jo. Ah, da ist auch noch einer. Ist auch tot. Okay, hier ist noch ein einziger laut der Anzeige. Ne, zwei. T34. Oh Mann, ey, das wird jetzt kompliziert. Also noch komplizierter als sonst. Ich hab ein scheiß Gefühl. Wenn der Jäger zum Gejagten wird. Ich wusste es, da ist einer. Stopp, Turm, dreh dich mal. Ist in dem ganzen Bereich da? Nein.
Au. Wo kam das? Wrong. Okay, von irgendwo da, von da hinten. Reparieren erstmal. 50 Sekunden. Das ist schon heftig. Das ist schon ordentlich. Okay, T26. Oh, einer guckt uns zu. Das ist der Game Making oder wie der heißt. Oh, bin ich übel gesch- oh Mann, ey. Hä? Komisch, ich dachte, der Schuss kam von da. Guck mal, wo der Schuss liegt. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Egal. Na komm schon. Reparier mal schneller. Dabei oder los los oder ja. Vamonos. Nee, vamonos. Ja, da geht's schon wieder los. Okay, eine Einheit ist nicht da. Ein Fahrzeug. Oh mein Gott, ist der raffiniert. Der wurde ja raffiniert hingestellt. Das ist ja wirklich raffiniert gewesen. Hinter dem Lattenzaun. Muss man erstmal auf die Idee kommen. So, was steht jetzt? Können wir jetzt hier Munition fassen oder was? Okay. Okay, so wie es aussieht. Ja, keine Ahnung. Irgendwo können wir Armor holen. Kommen jetzt da die Panzer oder was? Ja, da kommen jetzt ganz viele Panzer. Oh, ich sehe es. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance habe, was da gerade ist. Oh, okay, oh, Hilfe. Wir müssen ein bisschen ein paar Fahrzeuge opfern. Ich sehe aber auch nicht da hinten, da. Alles. Oh. Shit. Vielleicht hätte ich doch da stehen bleiben sollen. Der war genau neben mir. Ich krieg die Krise. Ja, Leute, das war's. Meine persönliche Meinung, kennt ihr schon, ist eine geile Idee. Aber die KI ist aus meiner Sicht zu präzise, zu, ja. Und wir kriegen Stockfahrzeuge, nicht ausgebaute Fahrzeuge, was sowieso in meinen Augen eher unfair ist, denn die gegnerischen Fahrzeuge sind ausgebaut. Naja, was willst du machen, ist halt so, ne? Gut, Knut, dann hoffen wir mal, trotzdem es hat Spaß gemacht zuzugucken. Mein Respekt an den Russen da, der in der vorigen Runde da, ne, sein Mann gestanden hat, aber das war gegen Ende, ja, das war zu viel verdient. Jo, meine Grüße gehen trotzdem an ihn raus. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ja, vielleicht werde ich ihn nochmal nachgucken können und dann schreibe ich einfach mal an und sage, jo, Junge, gute Arbeit gemacht. Das Ende war nur ein bisschen zu viel. Jo, dann, ja, bis morgen, Leute, ne? Morgen kommen dann die Dinger für Arcade. Ne, die Videos. Gut. Also, schönen Tag euch noch. Viel Spaß noch beim Zocken. Ciao.